Hallöchen, hier ist wieder euer Ziegelstein 21, zurück mit einem neuen Technikvideo. Lange ist es her, aber es gibt mal wieder einen triftigen Grund für ein Technikvideo. Und zwar, das hier habe ich wirklich geliebt, dieses Teil, aber es besteht der Bedarf, dass dieses Gerät hier ausgetauscht werden muss. Runter vom Tisch und kurzer Trommelwirbel, ich habe mich entschieden für Sennheiser, und zwar, um genau zu sein, das GSP 300 Gaming Headset. Ja, das ist die Verpackung, in der das Gerät hier geliefert wird. Aber wir schauen uns das Headset lieber an. So, hier haben wir nun das Headset vor uns. So, für Headsets kann man eine richtige Stange Geld auf den Tisch legen. Aber was ist, wenn man nicht so viel Geld ausgeben möchte? Und zwar in dem Fall hier habe ich für das Headset 80 Euro gezahlt. Und wir wollen uns einfach mal angucken, was bekomme ich überhaupt für 80 Euro? Liefert es einen guten Ton? Und vor allem sitzt es auch bei längeren PC-Spielen noch bequem auf dem Kopf? Hier haben wir nur den Lieferumfang vor uns liegen und ja, man sieht, es ist nicht ganz so spektakulär, aber das Wichtigste ist natürlich dabei, das Headset hier. Dann haben wir hier einen Zettel, das ist keine Bedienungsanleitung, sondern, wo steht es hier, Sicherheitshinweise, aber das brauchen wir natürlich nicht. Und es ist noch ein Adapter dabei hier. Hier wird noch ein Adapter mitgeliefert. Dazu werde ich aber später noch ein paar Worte verlieren. Aber halt, stopp, bevor wir das Video anfangen. Ah, und es ist noch ein zweites dabei. Perfekt, jetzt sind wir perfekt vorbereitet, um dieses Video zu beginnen. Punkt Nummer 1, Design und Verarbeitung. Ja, wenn man das Headset zum ersten Mal hier in der Hand hat, fallen genau zwei Dinge auf. Nummer 1 ist, es fällt natürlich direkt auf, dass dieses Headset hier primär fürs Gaming, also PC-Spielen gedacht ist, also das Design und sowas, auch mit dem dicken Mikrofon hier, macht natürlich nur Sinn, wenn man das am PC benutzt, weil wenn man es in den öffentlichen zum Beispiel zum Musikhören benutzt, sieht es doch ein bisschen affig aus. Und was auch noch auffällt, ist, dass das Headset sehr leicht ist. Also wir haben hier nur 290 Gramm in der Hand und anschließend dann eben auf dem Kopf liegen, was für den Tragekomfort natürlich sehr ideal ist. Dazu muss man natürlich aber auch sagen, dass das hier also alles komplett nur Plastik ist. Aber es ist keinesfalls schlecht verarbeitet und fühlt sich auch nicht minderwertig an. Also das ist wirklich gut verarbeitet. Das hier oben ist schön stabil gemacht. Das klappert nicht. Gibt guten Seitenhalt. Und hier unten, zeige ich das am besten so. Hier ist so ein kleines Scharnier drin, da kann sich die Ohrmuschel in verschiedene Richtungen ein wenig mitbewegen. So ist es auch perfekt auch für die Ohren anpassbar. Und wer einen größeren Kopf hat, der kann hier an den Seiten das Ganze noch ein bisschen verstellen. Und dann ist das Headset nochmal ein Stück größer. Und natürlich, man kann das Ganze hier nicht nur in Blau kaufen, sondern es gibt auch die Variante in komplett Schwarz. Und es gibt die Variante, da ist hier und hier diese blauen Akzente einmal in Rot verfügbar. Allerdings ist es auch ein bisschen teurer. Das GSP 300 wird mittels dieser zwei 3,5 mm Klinkenanschlüsse an den PC angeschlossen. Natürlich hier die üblichen Farben. Das Pink ist dafür da, dass ihr das Mikrofon anschließt und das Grüne hier ist für den Ton. Was ist jetzt aber, wenn ihr diese beiden Anschlüsse nicht habt? Beispielsweise, ich habe vorhin das Problem gehabt, es am Notebook anzuschließen, aber zum Beispiel auch in der PlayStation könnt ihr diesen Anschluss hier nicht verwenden. Dafür im Lieferumfang dabei gewesen, wie ich vorhin schon gezeigt habe, dieser Adapter. Da kann man die Anschlüsse hier jeweils verbinden und hat dann hier einen einzelnen Anschluss, der jetzt dann auch in Notebooks angeschlossen werden kann. Wie hier schon auffällt, das Kabel ist in Silikon, das heißt hier nicht wie bei den hochwertigeren Headsets mit Stoff noch ummantelt, sondern hier Gummi bzw. Silikon. Das hat zum einen den Vorteil, dass wenn das Kabel über die Klamotten oder über die Kleidung rutscht, dann gibt es den Ton bzw. dieses Rutschgeräusch nicht an die Ohrmuschel weiter. Das heißt, ihr habt diese nervigen Störgeräusche nicht.
Allerdings, vor allem auch bei diesem langen Kabel hier, habt ihr das Problem, dass es sich unglaublich leicht verheddern lässt. Hier haben wir schon das Problem, ne? Also, das ist das Problem daran, wenn das Ganze hier Gummi ist. Wie sieht es jetzt nun aus, wenn man das Ganze aufsetzt, beziehungsweise wie bequem ist das Headset überhaupt? Also ich habe vorhin schon angesprochen, die 290 Gramm sind ein klarer Pluspunkt, wenn es um den Tragekomfort geht. Denn ihr merkt zum Beispiel auch durch hier oben dieses Schaumstoff, was hier oben einmal über den kompletten Bügel lang geht, ihr merkt eigentlich fast gar nicht, dass hier ein Headset auf eurem Kopf sitzt und diese Memory Foam Polster hier, die das Ohr perfekt umschließen, die liegen auch wunderbar weich auf den Ohren. Natürlich, klares Problem dabei ist, wenn man längere Zeit das Headset aufhat, wird es warm und wir haben derzeit noch mildere Temperaturen draußen. Also ich schätze mal, wenn es wirklich warm ist, dann wird man hier sehr stark drunter schwitzen. Ansonsten durch dieses Memory Foam hier und dadurch, dass der Anpressdruck schon vorhanden ist, sitzt das Headset perfekt auf dem Kopf. Das heißt, wenn man es mal nach vorne lehnt oder nach hinten lehnt, dann sitzt das Headset perfekt auf dem Kopf und es schirmt auch ziemlich stark an die Außenwelt ab. Man kann zwar immer noch ein bisschen was von der Umwelt mitbekommen, aber man merkt auf jeden Fall, dass die Umgebungsgeräusche rausgefiltert werden hierdurch. Ein aktives Noise Cancelling bekommt ihr hier natürlich nicht, sondern das nur durch diese Bauform hier, durch diese geschlossene Bauform werden eben die Umgebungsgeräusche rausgefiltert. Was ich auch noch zum Tragekomfort sagen kann, ist, dass diese Polster hier wirklich einen tollen Zweck erfüllen, aber im direkten Vergleich zum Beispiel zu einem anderen Headset, was ich benutze, dem HyperX Cloud Alpha, da fehlt hier so ein bisschen beim Aufsetzen der erste Wow-Effekt. Also es umschließt zwar das Ohr perfekt und liegt nicht störend auf dem Ohr drauf, aber es fehlt trotzdem dieser hochwertige Wow-Effekt, wenn man das Headset aufsetzt. Jetzt kommen wir jetzt wahrscheinlich zu dem wichtigsten Punkt von diesem Headset. Wie ist die Tonqualität? Und hier habe ich mir am Anfang gedacht, ja, für 80 Euro erwarte ich nicht ganz so viel, wie natürlich, wenn man mehr Geld auf den Tisch legt. Aber ich bin sehr überrascht gewesen. Beim ersten Mal Musik hören ist mir aufgefallen, die Musik ist zwar etwas dumpf im Direktvergleich zu anderen Headsets, aber durch diese Bauform mit diesem, dass man ein bisschen abgeschirmt ist zur Außenwelt und durch die Klangqualität hat man wirklich das Gefühl, in der Musik mit dabei zu sein. Also nicht nur, dass man von beiden Seiten irgendwie beschallt wird, sondern man kann sich da wirklich mit hineinversetzen und der Klang ist angenehm. Also man hat nichts, was übersteuert. Es fällt zwar auf, dass der Bass ein bisschen stärker ist, allerdings natürlich, wenn man jetzt Shooter spielt und Explosionen hat, dann macht es natürlich mega viel Spaß, mit diesem Headset zu spielen. Wenn man die Explosionen richtig durch den Bass nochmal verstärkt werden, das ist wirklich ein tolles Erlebnis. Aber bei Musik, finde ich, ist der Bass tatsächlich ein bisschen zu präsent und dafür ist die allgemeine Klangqualität ein wenig dumpf. Aber ich bin trotzdem sehr begeistert gewesen, weil man sich schön in die Musik hineinversetzen konnte. Außerdem hat dieses Headset hier zwei Besonderheiten. Und zwar bei allen Headsets, die ich bisher hatte, da musste man hier immer am Kabel sich so durcharbeiten und gucken so, ah, wo ist der Pegel, wo kann ich das Rädchen finden, um die Lautstärke einzustellen. Und zumal, wenn es natürlich das Kabel irgendwo rumhängt, dann hat es sich immer verstellt, die ganze Zeit. Bei dem Headset andere Lösung, und zwar hier auf dieser Seite ist ein Drehrädchen. Das heißt, man hat das Headset so auf seinem Kopf. Man kann ganz einfach hier hinfassen und verstellt hier die Lautstärke. Das Wichtige ist, hier gibt es auch einen Anschlagpunkt. Also es dreht sich nicht unendlich in irgendwelche Richtungen, sondern man weiß noch genau, wann Schluss ist. Aber man kann hier wirklich präzise mit einem tollen Druckpunkt das Ganze verstellen und man kommt auch nicht so leicht hin. Also ich habe die Befürchtung gehabt, man nimmt es in die Hand und verstellt die ganze Zeit das Drehrädchen. Aber das ist tatsächlich nicht der Fall und also wirklich toll gemacht, dass man greift intuitiv hier hin und kann sofort die Lautstärke bedienen. Und das zweite ist hier mit dem Mikrofon. Man kann das Mikrofon nach oben klappen. Es ist nicht abbaubar, also falls jemand das abmachen möchte, das funktioniert auf jeden Fall nicht. Aber wenn man es nach unten klappt, genau hier, an der Stelle hier, merkt man, es ist ein kleiner Widerstand.
und man es klickt ein wenig. Ab da ist das Mikrofon eingeschaltet. Das heißt, wenn man das Mikrofon nach oben klappt, dann ist das Mikrofon deaktiviert. Und wenn es nach unten klappt, dann seid ihr wieder ready, um Ton damit aufzunehmen. Jetzt ist natürlich noch die Frage, wie schlägt sich dieses kleine Teil hier, das Mikrofon? Also zum Ersten, wenn das Mikrofon hier so ausgeklappt ist, dann liegt es in einer ganz gut, also ist es in einer ziemlich guten Position, weil man nicht direkt reinatmen kann. Das heißt, dass ihr da irgendwelche Störgeräusche drin habt, ist auf jeden Fall nicht der Fall. Bei der Mikrofonqualität, ich habe es vorhin getestet, ich habe eine Testaufnahme, die werde ich euch dann gleich auch noch einspielen. Das ist der Mic-Check mit dem Sennheiser GSP 300. Also wie der Sound sich jetzt anhört, das könnt ihr jetzt genau hier am Live-Beispiel erfahren. Ich bin sehr begeistert auf jeden Fall schon, wie gut das Noise-Canceling funktioniert. Man hört tatsächlich kein Rauschen. Sobald man aufhört zu reden, regelt das Mikrofon komplett ab. Da muss ich sagen, bin ich doch sehr zufrieden, was das Mikrofon hergibt. Ich würde damit jetzt keine Podcasts aufnehmen oder sonst irgendwas so machen, wo es wirklich auf den Ton ankommt. Aber wenn ihr im Teamspeak oder auf dem Discord seid oder Konferenz irgendwie Ton braucht, dann reicht es völlig aus. Denn man kann die Leute wirklich gut verstehen mit dem Mikrofon. Ich meine, klar, es fehlt in beide Richtungen so ein bisschen an Dynamik, aber das Mikrofon filtert sehr gut das Rauschen raus. Und was ich super finde, ist dieses Noise Cancelling, dass wenn ihr nicht redet, ist komplett das Mikrofon deaktiviert und somit gibt es auch erst gar keine Störgeräusche, die da passieren können. Falls mal das Bedürfnis da sein sollte hier, dass man die Ohrpolster austauschen möchte, man greift die einfach drunter und zieht es raus, dann seht ihr hier schon, dann kommt das Ohrpolster euch entgegen und im Web habe ich gerade nachgeschaut, gibt es sehr günstige Angebote, wo man die zwei Ohrpolster einfach nachbestellen kann. So, jetzt muss ich das natürlich auch wieder richtig reinbekommen. Die sind auch beschriftet innen drin. Das heißt, wenn man sie auseinander oder abmacht, damit man die beiden Seiten nicht vertauscht. Zum Schluss gibt es, wie von mir gewohnt, natürlich noch ein Fazit. Und hier muss ich sagen, wenn man mit seiner aktuellen Soundkarte zufrieden ist, kann gerne zu dieser Lösung hier greifen, denn ich bin absolut zufrieden mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis von diesem Headset, weil die Klangqualität ist gut fürs Ga also super fürs Gaming, fürs Musikhören kann man damit auf jeden Fall leben. Tragekomfort top, kann man nichts dagegen sagen und auch die Verarbeitungsqualität, also wie gesagt, es knarzt doch nichts dran und es fühlt sich relativ wertig an. Natürlich, wie gesagt, den Preis immer im Hinterkopf behalten. Das war's mit dem Video. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt die gerne unten in die Kommentare rein. Sonst lasst ein Abo da und wir sehen uns zum nächsten Technikvideo hoffentlich früher wieder. Bis dann und ciao.